Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Elden Ring. Ja, jetzt ist Sonntagabend und ich musste halt einfach weiterspielen. So viel zum Thema, ich spare mir das auf, dass ich nicht so lange warten muss und jetzt bin ich trotzdem hier. Wir sind jetzt leider offline, weil die Server down sind. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen aber trotzdem einfach mal hier lang, wa? Wir gehen trotzdem einfach mal hier lang. Und du hast. Gerade noch mit einem Fass nach mir geworfen. Fass mir näher an, Alter, ehrlich. Okay, der hat gerade mit Sprengstofffass nach mir geworfen. Cool. Das neu. Ja, die werfen Sprengstofffässer. Ganz harte Vögel. Muss gleich abhauen. Glaub's ja wohl. Mit Sprengstofffässern nach mir werfen und dann abhauen, wa? So, wir sind ja immer noch im Sturmschloss. Kurzer Safe. Oh Gott, da hinten müssen wir auch noch ganz. Oh Gott, da ganz hinten. Wir bauten da so ein Haus, Alter. Wer macht denn sowas? Jetzt ein Feuerschwert haben, wäre auch einfach gut. Jetzt muss ich mir einmal kurz kratzen. So, warte, jetzt geht's weiter. Entschuldigung. Ich wusste es. Aua! Arschloch. Eine Waffe. Schmiedestein 2. Oh, die können wir gut gebrauchen. Kriegsfalkenkralle. Eine Waffe. Ich meine, wird nicht unsere Waffe sein, weil es wird bestimmt kein. Das klingt wie. Ding. Meine Nase. Oh Mann, was ist denn los? Hier, Kriegsfalkenkralle. Na. Na. Okay, irgendwie. Ich bin irgendwie. Ruhelos. Weiß ich nicht. Alles kribbelt und wibbelt hier gerade bei mir. Ich weiß nicht, ob ich gerade von Tieren bezappelt werde. Oh ja, das kann ja nicht passieren. Okay, da ist Loot. Da ganz unten ist Loot. Und da ist Loot. Und ach ja, dadurch, dass wir jetzt ja überall, ist da auch Loot. Und ja. Oh, naja. Hi. Kurz nochmal um diese Ecke gucken. Ey, das ist hier aber auch wirklich alles irgendwie da. Ich wollte gerade angreifen. Hi. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ich werde Goldrick besiegen. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Talent lernen. Kriegsasche. Wir haben aber leider kein Geld. Wobei mich die Kriegsasche ja natürlich. Zur Verwendung außer gigantische Waffen. Zur Verwendung mit Schwert und durchbohrende Stangenwaffen.
Was bedeutet gigantische Waffe? Außer mit großen Schweren. Also interessieren wird's mich ja. Oh, keen to learn another battle art, are we? Interessieren wird's mich ja. Ich glaube, ich bin einfach nicht. Ich habe einfach nicht genug. Ich glaube, ich habe einfach nicht genug für ihn. Ich glaube, ich kann ihn nicht befriedigen, den Herrn. So, jetzt bin ich wieder irgendwo runter und jetzt bin ich irgendwo runter. Tut mir leid. Braucht das. Ich brauch das, Mann. Ich bin immer noch nicht dabei. Fass mich nicht an. So, jetzt habe ich aber. Ich würde es gerne mal kaufen. Wann kommen wir sonst hierher? Oh. Deswegen, wirbelnde Waffe. Kleinen und mittelgroßen Schwertern. Zur Verwendung mit Schwertern. Ich guck einfach mal. Einfach mal mitnehmen. Mein Gott. Sieht schon cool aus, das Schloss, ne? Da ganz unten ist auch noch... Oh Gott, der kann mich auch noch. Überall ist hier was. Was soll das? Hallo? Hallo? Goldene Rune. Destroying some items. Da hockt jemand. Jetzt nicht mehr. Warum hängen da Menschenteile? Ist das... What the fuck? Ah, warte mal, dich kenne ich. Gegen dich habe ich gekämpft. Ganz am Anfang. Du warst mein allererster Boss-Ding. Bist du diese Spinne? Warum bist du so eklig? Was ist mit dem passiert? Warum ist der so eklig, Alter? Den kenne ich. Da hängt auch wieder irgendwas. Warum hängt hier immer überall irgendwie Fleisch rum? Wir könnten runter, aber ich möchte jetzt erstmal den dann rannehmen. Ich habe eigentlich nicht gerechnet, aber egal. Mann. Lass mich in Ruhe. Viel zu oft getroffen. Verdammtes Möbel, ja. Warum ist das kein Möbel? Nein. Ah. Okay, nichts passiert. Schleier des Imperators. Das klingt nach einem Minirock. Cool.
Oh Gott. Ja, der war ja auch wieder schlau, wa? Ach, Mann, ey. Hi. Hä, was willst du denn? Ich bin großer Fan von meiner Waffe derzeit. Das ist eigentlich sehr nice. Hör auf zu schubsen. Okay, das große Krabbeln da hinten. Aber erstmal gehe ich hier nochmal hochgucken. Könnt ihr mal aufmachen, bitte? Macht sowieso keiner auf. Ich weiß sowieso nicht, warum die Leute mir da nie aufmachen. Okay. Ja, wir gehen mal zum großen Krabbeln runter, wa? Wo bleibt uns anderes übrig? Ich kann noch meine Nase kratzen, ja, das bleibt noch übrig. Das ist aber viel Schaden. Schreib mir nicht an, lernen lesen und schreiben. Ich wollte gar nicht angreifen und ich weiß nicht, warum er angegriffen hat, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade greedy ihn, weißt du? Kann sich aber auch so schön drehen. Das ist so romantisch, wie du dich drehen kannst. Scheiß Vieh. Meine Güte. Wurde zum Ende hin aber auch noch gemein. Hochlandaxt. Sind sehr viele Körperteile. Aber es hieß ja auch, dass Körperteile abgetrennt werden. Was ja auch schon so kind of sexy ist. Kannst du sagen, was du willst? Ein Fahrerstuhl. Nicht wieder in irgendwelche Stacheln rein, bitte. Erstmal eine Ahnung haben, wo ich... Aha. Wie war ich heute Morgen schon mal? Ich entsinne mich ganz hart. Ja, ich habe jetzt keine Lust da an die... Ich weiß nicht, ob das große Krabbeln wiederkommt und ich habe keine Lust nochmal gegen das große Krabbeln zu kämpfen. Deswegen lassen wir es einfach mal. Schön, dass wir die Abkürzung haben, natürlich. Aber auf das große Krabbeln habe ich jetzt keine Lust. Und dann kommen wir ja hier wieder raus und dann ist er nämlich wieder da. Gut, wir könnten da gleich langlatschen, aber weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Hm, habe ich sogar genügend. Schön. Also, gehen wir da mal rein. Hallo? Ist ja auch noch welche drin, ey. Eisernes Schleifenmesser. Mhm, keine Ahnung. Ist das eine Waffe? Holzschild mit Falkenwappen. Schwert halt. Hier oben, das haben wir. Das ist ein Dolch. Okay, gut. Was ist das andere? Falkenwappen, was kann das denn? In einem längst in der Vergessenheit gehörte ein Ratten. Das ist nichts Besonderes.
Aber was ist denn der Schleifstein? Ach, verbraucht FP in... Imitiert Objekte in der Nähe. So ein Lachs wieder. Haben wir nicht auch nochmal so einen blutigen Finger hier? Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Aber was ist der Schleifstein? Danke, ich brenne. Das haben wir aber von oben gesehen. Das haben wir von oben gesehen, aber ich kann auch hier nicht runter, ne? Das sieht nach Nein aus. Gut, die Waffen kann man noch ein bisschen demolieren, damit sie auch nicht nachladen können da. Und ziehen weiter. Zum Baum. Ist jetzt hier noch irgendwas? Warte mal, von wo sind wir jetzt gekommen? Da vorne können wir noch links. Ah, ich sehe schon, wer der Sturmkönig ist. Dieser komische Wolf. Da oben steht jemand, also waren wir hier auch noch nicht. Dunkel hier. Bist du lieb? Nö. Ich wollte ihn jetzt nicht gleich angreifen, weil wir ja schon mal mit so jemandem geredet haben. Deswegen wollte ich ja eigentlich lieb sein. Pfeile. Bis jetzt immer noch kein Bogen dabei, aber gut. Brauche ich. Ich bin ja schon ein harter Hund, aber... Ja, nö. Hi. Hallo. Hi. Gehe ich nicht raus. Ist doch nicht doof, Alter. Die haben alle verdammte Maschinengewehre. Die haben alle verdammte Maschinengewehre. Wir gucken mal, ob wir einen anderen Weg finden. Alter, das ist irgendwie zu doof, da jetzt rauszugehen. Warte mal, von da an sind wir gekommen. Dann sind wir Fahrstuhl gefahren, dann sind wir nach rechts gegangen. Da müsste ich ja jetzt rein theoretisch hier nach links noch nicht gewesen sein. Ja, Wutzis. Große böse Wurzel. Da spritzt hier das Blut. Hüpf. Andenken der Puppen. Wir sollten noch mit einer Puppe reden in dem Schloss hier, aber ich trenne noch mal ein bisschen Fleisch raus. Wir sollten mit einer Puppe reden, aber... Was ist denn jetzt dieses Andenken der Puppe? Ist das ein... Andenken der Puppe. Wertloser Plunder. Toll. Einen haben wir noch. Auf roten Samt gebettete Brosche. Gibt dies Zwillingsjungfernhüllen für neue Objekte? Was sind Zwillingsjungfernhüllen? Wir gehen einfach mal weiter. Das habe ich mir da alles angeguckt. Okay, wir haben, glaube ich, keine andere Wahl, als tatsächlich da durch die Front zu hüpfen, oder? Naja, was soll's. Wir können ja laufen. Sind ja auch ein bisschen hart im Nehmen. Wir lassen uns aber mal intelligent vorgehen und sagen... Da schießt schon jemand.
jetzt einfach reinrennen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das die beste Idee ist. Lauf damit. Ich meine, ich glaube, er ruft jetzt Kumpel Blase an. Cheesy. Aua! Tut mir nicht weh! Oh. Jetzt habe ich wieder irgendwas gefunden. Mhm. Rattig, rattig. Danke, dass er wieder über die Ratten schlägt. Hör auf, über die Ratten zu schlagen. Gott, das regt mich so auf. Dass unsere Waffe so schlecht ist, dass wir drüber schlagen. Mann, mach die Hitbox besser. Scheiße, Mann. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr rein, wa? Doch. Naja, braucht dann nur einen, okay. Ich erkenne nicht, ob wir ein oder zwei brauchen. Ich muss sagen, ich hasse das wirklich, dass wenn wir gegen... Dass das drüber geht, das nervt. Siegel des Gottes-Töters. Gebetsbuch der Leute von hier. Na, jetzt schon wieder alles gefunden. Wir haben ein Siegel, wir haben ein Gebüschle. Den Schlüssel mit dem Siegel. Gebt das einem studierenden Kleriker, um neue Anrufungen zu lernen. Ja, das haben wir ja soweit. Da weiß ich ja auch, wo das ist. Ja, weiß ich schon. Wir konnten irgendwo schon mal nicht durch eine Nebelwand, ne? Ist das hier gewesen? Das sieht so aus. Ich glaube, ja, das war hier. Hier konnten wir nicht durch die Nebelwand. Ich entsinne mich. I entsinning mich. Okay, jetzt müssen wir wieder hoch. Wollen aber auch gar nicht mit mir spielen. Jetzt wollen sie mit mir spielen. Das sind nur Flammenwerfer. Na ja, gut. Das sind ja nur Flammenwerfer. Stimmt nicht lustig, aber trotzdem jetzt nicht irgendwie der Kill. Wie wir das nicht durchs Haupttor gehen? Sehr flammenwerferig. Schwelende Schmetterlinge. Gut, Mann. Deiner Scheiße. Da vorne hockt aber auch noch einer. Maggi-Fett. Eine Pike. Das finde ich richtig schnieke mit der Pike. Pilze.
Da vorne hockt aber auf jeden Fall nur einer. Ich versuche mal, vielleicht schöner an den Rand zu kommen. Vielleicht von hinten. Ich mag es von hinten. Das ist auch noch... Achso, das ist ein Hundi. Ach, Hundis, ja. Kann ich eventuell... Genau das wollte ich. Und die denn hier hochlocken? Das war fies. Okay, der hat seinen Hund getötet. Der hat seinen Hund getötet. Okay, gut. Leider sind wir wieder... Ich glaube nicht, dass ich da nochmal wieder hinfinde. Wir müssen mit dem Fahrstuhl hochfahren. Warte, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Ich muss dahin, wo der Fahrstuhl war. Ich muss dahin, wo der Fahrstuhl war. Eigentlich nur raten, ne? Ist eigentlich nur raten, wo ich hin kann. War das hier? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee. Nee. Nee, nee. Nee. Ist das eigentlich irgendwas, was ich machen kann? Nur zum Tor öffnen bestimmt. Ich muss jetzt tatsächlich suchen, welcher das ist. Wo wir Fahrstuhl fahren konnten. Also, muss ich gucken. War der das? Okay, der war das. Okay, es war schon richtig. Okay. Muss ich erstmal gucken, Alter, weil so viele Anhaltspunkte und Anlaufpunkte hier. Okay, der Spinnenvieh ist aber auch nicht mehr da. Okay, gut. Seines versteckt sich hier irgendwo. Nö, scheint nicht mehr da zu sein. Der Spider-Göffel. Spider-Göffel, Spider-Göffel. Okay, da müssen wir uns leider wieder ein bisschen durchkämpfen, aber es war ja auch nicht wirklich kämpfen. Wir wissen ja jetzt, dass das Flammenwerfer sind und keine anderen Dinge. Kommt doch her. Hallo, ich bin da. Oh, dass die einen auch nicht sieht. Meine Güte. Ich krieg da schlechte Laune bei, ehrlich. Ihr müsst einen auch irgendwie... Warum greifen die nicht mehr an? Früher haben Leute angegriffen. Jetzt ist Fernkampf angesagt. Ja, die sind ja schon alle alarmiert, aber es bewegt sich halt kein Schwein. Tut mir leid, die sind gerade absolute Fernkämpfer. Okay, du kommst weiter als gedacht. Kleinen Tröte immer. Zumindest im Thema, die sind alarmiert. Ist keiner alarmiert.
Ja, danke. Brandpfeile. Ja, das wäre jetzt hier vielleicht gar nicht mal so schlecht, wa? Ich trinke mal was. Die wollen aber auch echt nicht gegen mich kämpfen, ne? Die wollen aber auch echt nicht gegen einen kämpfen. Manche kann man backstabben, manche nicht. Kannst nicht alle backstabben. So, waren das alle bis auf den Fackelmann da oben, der jetzt hier runtergekommen ist? Cooler Move. Lass mich erstmal mein Schlipper holen hier oben. Still und heimlich. Oh, das ist eine Gnade. Warte. Still und heimlich, machen wir mal ganz kurz die Gnade an. So, jetzt aber still und heimlich. Danke, dass du deinen Hund wenigstens getötet hast. Mal sehen, dass ich hier irgendwie durchkomme durch den Dötz. Er ist aber auch wirklich sehr lebendig. Der war sehr lebendig, der Dude. Ich habe mir was gedroppt. Okay. Cool. Tod ist tot. Was ist denn das? Das ist doch eine Falle, oder? Das ist ein Fallengemälde. Das sehe ich doch. Das ist eine Falle, das leuchtet. Das nebuliert. Das fasse ich nicht an. Das nebuliert. Das fasse ich nicht an. Das nebuliert. Was ist das hier an? Brauche ich dafür Kumpel Blase? Macht er da mir irgendwas kaputt, dass ich da rein darf? Darf rein? Nee, das Nebulit. Nee, das. Nee. Das ist Flammenwerfer, Dude. Huch! Ja, ich habe ihn in eine Wand geprügelt.
finde das erstaunlich, dass du nicht zuschlägst. Das ist manchmal wirklich schön. Es ist schön mit anzusehen, wie du einfach nichts tust. Manchmal ist es schön mit anzusehen, wie du Tasten drückst und der nur denkt. Hm. Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Hi. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Merken, die will mit. But I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Die will mit. Apologies. But as fellow tarnished, ja, we cool. Die will mit. Merken, die will mit. Erinnert mich dran, die will mit. Die will mitgenommen werden. Falls ich nicht noch heute dahin komme, weiß ich nicht. Oh, eine goldene Saat. Porno. Mhm. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Okay, bei Goldwick brauchen wir, oder sollen wir also Hilfe mitnehmen? Das ist schon mal gut zu wissen. Und das ist eine kleine Questline bestimmt und deswegen machen wir das auch. Versteck dich nicht. Ich dachte gerade, da kommt was von oben, aber das war nur... So, da ist jetzt die Gnade drinne. The Bonfire. Okay, da unten waren wir. Ich habe nicht mal mehr eine Ahnung. Ich gehe mal von Nein aus. Ach man, der kleine Mann. Der kleine Mann ist heute auch wieder sehr unruhig. So, ansonsten, da waren wir jetzt. Eigentlich bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, als da durchzugehen. Wie viel Liebe habe ich denn? Wie viele Seelen? 6000. Kann ich damit was anfangen? Ich glaube schon, oder? Ah, vielleicht doch nicht so. Vielleicht doch noch nicht. Das haut aber noch nicht hin. Das können wir bestimmt nicht aufmachen, weil nur von der anderen Seite. Ja, sag ich doch. Aber wir waren ja auch hier auch noch gar nicht lang gelaufen. Ich lasse das da hinten erstmal nochmal. Das ist ein Fahrstuhl, den können wir nicht rufen, weil... Ja, dann nicht. Dann können wir den halt rufen. Nach oben oder nach unten? Nach oben scheinbar. Wo auch immer es hingeht, wir werden es niemals erfahren. Immer ich bin. Was ist denn hier los? Hier laufen Krüge. Böse Krüge. Wow, ein großer böser Krug. Entschuldigung, das war wohl nur die Mutti da, dein Kind. Kam jetzt überraschend. Großer böser Krug. Hallo? Großer böser Krug. Ah!
Eins, zwei, tschüss. Blutig, eklig, meins. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Eklig. Wir müssen auch die Babys töten. Dadurch, dass sie jetzt ja keine Mutter mehr haben, müssen wir sie halt auch töten. Wir können es ja nicht zulassen. Dieses da drüber schlagen ist so ungünstig. Sprungende Töppe. Nutze ich eh nicht. Wann mache ich mal eine Feuerbombe oder sowas? Ist ja schon seltener. Sturmrufer. Da vorne ist schon wieder eine Gnade. Gnade dir Gott, Alter. Dann machen wir nochmal die Gnade an. Oh. I see where I am. Jetzt sind wir von hinten gekommen, von da an. Okay. Da können wir sie rufen, ne? Scheiße. Das ist sie. Oh Gott. Ja, aber ich muss mich erst vorher Level up machen. Und ich sehe, dass das die besten Gegner dafür sind. Vorsicht. Immer zärtlich. Mann, tu das doch nicht einfach. Noch überleben den letzten Schlag. Tu das nicht. Tu ich doch auch nicht. Okay, fuck. Wir müssen jetzt... Oh, fuck. Okay, ich mach das jetzt einfach, ne? Ich hoffe, es ist damit zufrieden. Wir sollen sie als Hilfe beschwören. Ich mach das mit als Hilfe, also... Machen wir das mit als Hilfe. Ich bin massiv gespannt. Hi. Okay. Bosskampf. Sie muss aber überleben.